Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Auto Sale Live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, meine Freunde, wir sind gestärkt, nicht wirklich. Wir haben aber auf jeden Fall ausgeschlafen. Wir haben keine Fahrzeuge mehr. Und haben kein Geld mehr. Wo sind denn die Fahrzeuge? Also wir haben Steuern bezahlen müssen, kann das sein? Ich bin etwas erstaunt. Hatten wir nur so wenig Geld? Gut, wir haben das da gekauft. Ja, ich hatte kurz, ihr wisst ja, ich nehme immer in Folgen auf oder in Staffeln auf. Und bin jetzt etwas erstaunt, dass ich keine Fahrzeuge mehr hatte. Aber die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Bitte seht es mir nach. Und dementsprechend hat der alte Mann im Fernseher vergessen, wie der letzte Stand war. Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Gut, ich kann auf ein eigenes Grundstück nicht, aber dafür steht hier ein schönes Auto. Hey Dude, was habe ich denn hier an Geld? 500, guck mal hier. Gesamtes Einkommen 800. Kann ich mehr machen? Ich weiß gar nicht, was gibt es denn hier? 4000 Lohn. Oh, 4000 Lohn. Oh. 2500 verbessert Parkplatz, um die Kundenanzahl zu erhöhen. Okay. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn da aus? Ah, okay. Mhm. Wir nehmen mal mit und gucken mal, ob wir überhaupt damit den Mannequin bezahlen können, ja? So, wir haben Kohle. Wir fahren auf jeden Fall zum Auto. Ah, nee, halt, stopp. Wir wollten ein Auto kaufen aus der Liste. Das kann ich mich noch erinnern, ja? Das heißt, wir wollten da schauen, was wir da machen können. Skillpunkte haben wir keine aktuell übrig. Doch, 5. Okay. Habe ich echt das? Alter, was ist denn los mit mir? So, Expertensicht. Noch 2 Punkte. Dann würde ich praktisch den hier und den hier machen. Was? Also irgendwie bin ich etwas verwundert. Oh Gott. So, wir wollten ein Auto, wollten wir kaufen hier über Werbung für Gebrauchtwagen. Ich hatte gedacht, du machst selber Werbung, aber so, wir haben irgendwas um den Betrag, ne? Den Panda Major, das ist alles zu teuer. Also das einzige Auto, was wir uns leisten können, wäre das hier. Meeting organisieren. Am festgelegten Ort. Okay, am festgelegten Ort. Wo ist der festgelegte Ort? Ach, hätte ich ein... Ach, guck mal. Ach, du Schande. Hätte ich ein Auto, dann hätte ich wohl mit dem Auto hinfahren können, ja? So latsche ich hin und verblendere gerade die Zeit. Und, oh krass, du hast links also die Zeit, die abläuft. Okay. Gut, kann ich irgendwo verstehen? Ich versuche gerade mit wahnsinniger Geschwindigkeit hier irgendwie über die Straße zu kommen, ohne überfahren zu werden. Nicht gucken, das bringt man den Kindern nicht bei, aber die Hoffnung ist, dass ich schnell genug drüber bin. Wenn ich gucke, bin ich weg. Ja, wo ist denn der? Am Ende der Stadt? Jetzt würde ich mir wenigstens ein Fahrrad wünschen, ja, aber ich will jetzt kein Auto kaufen, damit ich durch die Gegend fahre, denn das Geld fehlt mir ja dann, ne? So, 150, gucken wir mal. Verbleibende Zeit fürs Geschäft. Ich hoffe mal, dass die Zeit, die damit gemeint ist, wenn du den ersten Handschlag machst oder in das Gespräch gehst mit dem Kunden, ja. Und nicht, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, bereits fertig sein müsstest mit einer Minute, also mit 170 Sekunden. Das reicht. Aber gut zu wissen, dass du wirklich, da kannst du nicht alle annehmen, sondern musst du wirklich hier... Der ist ja dreckig, Kollege. Hey, Dude. Hello, welcome. Hallo. Was hast du denn fürs Auto? Gut, Expertensicht nutzen. 89%. Okay, sehr schön. Ich würde gerne mit dir verhandeln. Die Frage ist, wie viel? Kann ich dich für 5,4 überzeugen? I am not sure. Okay, wie wär's mit 5,6? Hm? Okay, deal. Okay, 5,6 geht. Das ist immerhin, ja, 270 Euro gespart. Gut. Yes, good deal. Sehr schön, wir haben ein Auto, das total verranzt ist. Gucken wir mal. So, dann F einsteigen. Wie viel Sprit ist noch drin? 30%. Auto ist schmutzig und beschädigt. So. Dann lass uns mal reparieren.
Ja, man sieht, also, ja, ich würde sagen, man sieht die Dellen, aber ganz so ist es dann doch nicht. Ganz so ist es dann doch nicht. So, aufpassen, bevor du hier irgendwie überfahren wirst. Und ich brauche auf jeden Fall Sprit, aber es sollte uns reichen, auf jeden Fall, dass wir das Auto reparieren lassen. Putzen. Sollte funktionieren. Er fährt sich relativ gut. Er ist nicht so schwabbelig wie die anderen. Hui. Alter. Fahr doch nicht so. Ja. Na, funktioniert er relativ gut. Dann gucken wir, dass wir das Auto reparieren lassen. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir da noch von zurückbekommen. Oh, langsam. Noch waschen lassen. Wenn wir eine eigene Waschanlage haben, können wir wahrscheinlich das Auto direkt waschen lassen. So, einmal aussteigen. Ach, übrigens, wenn es heute ein bisschen lauter werden sollte, hoffe ich nicht. Wir haben draußen Straßenarbeiten, dementsprechend wird es ein bisschen ungeschickt. Gut, also wir kriegen, wie gesagt, nur 70% zurück. Ist okay. Aber wir lassen ihn einmal reparieren, dann lassen wir ihn putzen. Weil das sieht ja aus, ne? Und dann vertickern wir. Mit der Hoffnung, dass wir da schon einige an Euronen zurückbekommen. Wenn wir es gerade über Autos haben, ja. Die Straße ist ja gesperrt, weil wir die Straße aufgerissen bekommen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie ignorant manche Menschen sind, die einfach dann durch die Baustelle fahren, weil sie sagen, ja, ich will jetzt da durch und habe keinen Bock rumzudrehen. Na, ja, jetzt muss er rumdrehen. Also die Ignoranz ist atemberaubend. Finde ich persönlich nicht in Ordnung, muss ich dann doch sozusagen, wenn die Straße gesperrt ist, ist sie gesperrt. Da bin ich halt typisch deutsch, weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn man durch Baustellen fährt, die abgesperrt sind an der Straße. Ich persönlich bin der Meinung, es muss dann doch nicht sein. So, einmal waschen, 30 Tacken. Dann steht das Auto wieder top da und wir verkaufen das. Ich bin mal gespannt, wie viel. 230.000 Kilometer. Das ist eine Hausnummer, ja. 230.000 Kilometer ist eine Hausnummer, muss ich wirklich sagen. Ziel sollte sein, dass wir das Auto für 10.000 verkaufen können. Da wir noch ein bisschen Gewinn gemacht haben. So, gut. Also hier steht unser Auto. Einmal verkaufen. So, ich denke, dass wir, na komm, ich denke, dass wir noch vielleicht 2, 3 Folgen machen, vielleicht 4 und dann in ein neues Projekt springen, da ich jetzt davon ausgehe, dass wir nahezu alles gesehen haben. Also 7.700 Euro ist das Auto wert, ja. 6.677 kriegen wir mal dafür bekommen. Die Frage ist, kriegen wir 9,5 dafür? Ja, kriegen wir. 9,9 kriegen wir 12 dafür. Was kriegen wir dafür? 15? Ne, 15 nicht. 13? Ne, 12 kriegen wir. 12,5? Ha, 12,5. Sehr gutes und gepflegtes Auto. Wenn wir 12,5 bekommen, wäre das natürlich dann schon der Hammer, ne? Also der Preis ist okay. Ja. Ein Auto hier, noch kurz die Kamera hier, ne? So, gehen wir ein bisschen weiter raus hier, zack. Einmal, was war das? H und X, sehr schön, H, Escape. Wäre ja nicht schlecht, wenn jetzt jemand kommen würde, würde das Auto kaufen. Also grün ist es auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob man da noch ein bisschen, also 10 ist das, was ich gerne haben will. 12 wäre natürlich, oder 11 wäre natürlich der Bombe. Oder die Bombe. So, Schlossknacken ist aktiv. Und wir haben immer noch keine Autos. Also das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Es gibt hier keine Autos mehr. Ja, gut. Dann ist halt das, wie es ist, ne? Da ist noch ein Auktionshaus. Was macht das Auktionshaus? Gute Frage. Weil hier ist doch dieser Autobazar. Das Auktionshaus würde mich interessieren, was das ist. Ja, ich denke, wie gesagt, noch so, ja, so 4 Folgen vielleicht. Also, dass das vielleicht Freitag die letzte Folge ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal um.
und gucken, was als nächstes kommt. Es gibt so viele Sachen, aber ich denke, wir haben für dieses Spiel in dem Stadion, ich würde sagen, nahezu alles gesehen. Wie gesagt, wenn ich keine Autos knacken kann, ach, klar, machen wir. Guck mal hier. Klar, machen wir. Okay, deal. Perfekt. Ist okay. So. Hallöchen, Polizei. So, ich guck mal, ob ich den einfach knacken kann, ob er das zulässt. Nee, der wird einfach nur hingestellt. Das sieht ja echt übel aus. Gut, nee, also ich denke, das mit Autoknacken hat sich erledigt. Ja, ich kriege keine Autos. Wir haben jetzt auch neu geladen, also von daher gesehen, ich habe keine Ahnung. Das kriege ich nicht gewuppt. Schade, muss ich sagen. Schade, schade, schade. Die Aufgabe ist jetzt, passen Sie Ihre Galerie an. Das ist ehrlich, warum das? Warum soll ich das tun? Wir gehen noch ganz schnell kurz in I. Dann habe ich 4 Points. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Passt alles auf 29. Der Rest, gut, Abschleppdienst. Ansonsten habe ich hier nichts, was ich auch erweitern kann. So, wir schlafen, würde ich mal sagen, 7 Stunden. Dann sollten wir hoffentlich ausgeruht sein. Ich bin ausgeschlafen. Ich hole mal was zu essen mit euch. Ja, Aufgabe ist, passen Sie Ihre Galerie an. Okay. Wieder Geld ausgeben, was du nicht hast. Na, einmal hier ein Chateak essen wir. Das ist aktuell, muss ich sagen, für das 135. 35 ist okay. So, der Car Wash haben wir da. Das kostet ein Schweinegeld. Gut, wie mach. Also Galerie anpassen wissen wir ja. Wir gehen mal dahin. Gucken wir mal. Garage zu kaufen. So. Einmal rein ins schöne Häuschen hier. So, Galerie anpassen. Rechnung, Immobilien, Austausch, Immobilien. Galerie Design. Ah ja. Luxusbüro. Prunkvolles. Galerie upgraden. Ach, das ist es hier schon. Okay. Also 500.000 müsste man verdienen. Okay, ich verstehe das Ganze. Okay. Ja, 500.000 haben wir nicht. Galerie Design bleibt. Einrichtungsdesign. Einrichtungsdesign. Guck mal hier. Oh, wie schick hier. Level. Guck mal hier. Oh. Geben wir 3.500 aus? Mal gucken. Eine Sekunde. So. Ich habe meinen Kaffee vergessen. Entschuldigung. Gerade einen Schluck trinken. So, Entschuldigung, ich bin wieder zurück. Ja, guck mal hier. Wollen wir 3.500 ausgeben? Oder geben wir 1.000? Komm, hier. Oh, schick hier. Was gibt's denn hier noch? Das ist ja fancy, oder? Level 2. Okay. Galerie Design. Ach, guck mal, was hast du denn da? Ist das neu? Ist mir das vorher nicht aufgefallen? Okay, wusste ich jetzt nicht. Flagge, Flaggen. Was ist das hier? Ach, guck mal, da kannst du hier. Oh, die Tapeten ändern. So, Innenwand, Außenwand. Was wollen wir denn haben? Wollen wir hier so ein fancy sowas haben? Oh, schick. Boden. Den Boden lassen wir und die Tür lassen wir auch so, oder? Ja, komm. Kaufen. Ui, guck mal hier. Na, das ist jetzt wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht funktioniert, weil sie wahrscheinlich die Garagen dann in die Richtung erweitern. Aber hey, guck mal hier. Stylisch. Naja, nicht ganz, aber. Okay, so, dann lass uns nochmal ein Auto kaufen. Ich bin hier total verwirrt, weil ich nicht weiß, wo mein Laptop steht. Es geht schon wieder gut los. So, Gebrauchtwagen, was haben wir denn hier? Alles zu teuer. Den da, guck mal, ach, mit dem Varunu Trend haben wir was verdient, oder? Ist es das Gleiche? So, dann. Wahrscheinlich wieder am ADW, oder? Ja, wieder da hinten. Aber wir wissen, wir schaffen das zu Fuß. Es würde auch Sinn machen, wenn ich einfach mir ein Auto kaufen würde, was ich jetzt gleich mache. Aber nicht für mich. Wenn wir das Gleiche wieder hinbekommen, ja, dann hat sich das schon doppelt gelohnt, muss ich sagen.
ich gehe davon aus, dass diese Spawnpunkte, ja, die Spawnpunkte, wo die Händler auftauchen, immer die gleichen sind, zum jetzigen Zeitpunkt. Weil wir rennen wieder in die gleiche Richtung. Ich habe es jetzt nicht wirklich gemerkt, aber die Entfernung passt. Da ist dieses Golden Inn-Gedöns. Und von daher gesehen würde ich fast sagen, das ist wieder auf der einen Straßenseite. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass immer die gleichen Spawnpunkte sind. Was ich mir wünsche und ich fast davon ausgehe, dass das sich auch in Zukunft ändert. Das heißt, es werden so random Spots sein. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt hänge ich hier an der Lampe fest. Na. Ja, von daher gesehen. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wie gesagt, wir werden noch bis zum Freitag die Folgen durchziehen. Dann werde ich was Neues wechseln. Ich habe auch schon eine Idee, in was ich gehen würde, nämlich den Junkyard Simulator, oder wie das Ding heißt. Ja, wo diesen eigenen. Ja, genau der gleiche. Okay, genau das gleiche. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Hello, welcome. Wenn der weg ist, sollte der weg sein. Expertenansicht, 50%, verhandeln. Was war das? 5, 6 haben wir gesagt, ne? Yes, good deal. Funktioniert, also 200. Yes, good deal. Also exakt der gleiche. Ich glaube, das sollte nicht da sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sich einmal am Tag wechseln, wenn du den jetzt so oft kaufst. Aber gut. Aber das Auto ist schon mal sauber. Ja, gewaschen ist es, man muss es nur noch reparieren. Das haben wir auch relativ schnell gemacht. Also ich bin guter Zuversicht, dass hier noch auf einiges, wie gesagt, mehr kommen wird. Das ist erstmal das erste Early Access Version. Das heißt, es gab noch kein Update, noch kein Patch dazu. Nichts, was mir im Gedächtnis geblieben ist, im Gegensatz zu unserem Recycling Center Simulator. Da kam jetzt gerade, heute kam ein Update raus. Auch zum Nachfolger, mein Recyclinghof, das werden wir als Nachfolger zum Recycling Center spielen, weil es einfach thematisch passt. Und da kam auch gerade ein Update und es soll für Recycling Center, soll im Endeffekt ein großes Oktober-Update kommen. Na komm mal raus. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Wir werden noch ein paar Sachen, wie ein Wochenende werden wir auch noch den Recycling Center Simulator machen. 1600, also die Preise sind unterschiedlich, ja. So, einmal einsteigen, los. Also, ihr habt jetzt schon gehört, was wir ungefähr spielen. Wir spielen einmal den, meinen Recycling Hof. Der kommt praktisch ab Ende Oktober, Anfang November. Kommt der dazu. Und wie gesagt, das, was ich mir noch überlege, ich habe es noch nicht ganz fix, den Junkyard Simulator, da wie gesagt gab es auch einige Updates, von da gesehen würde das komplett passen, wenn wir den nutzen. Wie gesagt, da bin ich noch unschlüssig, weil es kommen viele andere Sachen raus jetzt, die mich interessieren würden, wo ich vielleicht in den Kanal bringe. Ich denke gerade aktiv drüber nach über Indiana Jones. Was rauskommt. Mal gucken, wann er genau rauskommt. Ich glaube aber erst Dezember kommt Indiana Jones raus. Und der Landwirtschaftssimulator 25 steht bei mir auf dem Plan. Das sind alles so Sachen, die im Endeffekt, ja, die bei mir so in der Pipe stehen. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, was kriegen wir denn für dieses Auto? Auch wieder 7,5, nicht 7,7, 7,5. So, sehr gut. Sauber. Top. Gut, Preis 12,5. Ne, diesmal ist 12,5 zu viel. 12,3. Perfekt, 12,3. Preis bestätigen. Na, gucken wir mal. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Es ist nicht mehr so die Bruchbude. Kaufe einen Wagen des Modells M-Line A40 auf dem Automarkt. Okay. Wahrscheinlich kostet der extrem viel Geld, ja. Den haben wir nicht, das Geld. Kriegen wir aber auch hin. Guti, 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 gut. So, meine Freunde, ich gucke gerade parallel auf die Uhr. Wir verkaufen noch das Auto. Und dann würde ich in die nächste Folge springen. Ja, sie ist etwas kürzer, diese Folge.
Ich denke, die Folgen werde ich jetzt ein bisschen, ja, zeitlich bedingt ein bisschen reduzieren, so auf 20, 25 Minuten wäre mein Überlegung. Sagt mir mal in den Kommentaren bitte, was ihr davon haltet, ob ihr das in Ordnung findet oder so. Würde mich interessieren, ansonsten würde ich die Zeit, wie gesagt, reduzieren, so auf 20, 25 Minuten. Ich denke, das ist eine adäquate Zeit, weil Kaufen, Verkaufen, da ändert sich leider nicht mehr viel in der ganzen Thematik zum Stand jetzt. Wir haben noch ein paar Sachen gesehen, die Garage können wir kaufen. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir machen können, aber ich würde mir das aufheben. Nein. Umgebot verhandeln. Ich hätte gern 12.000. 12.000? Hm, maybe. 11.5? Okay, alright. Na, guck mal. Machen wir 11.5. Okay, 800 weniger, aber wir sind jetzt wieder bei 13.931. An der Stelle, wo wir gestartet sind. Ungefähr, ich glaube 13.7 oder so sind wir gestartet. Aber wir haben das Häuschen verschönert, innen und außen. Ja, das haben wir ein bisschen schicker gemacht. Von daher gesehen haben wir nicht alles falsch gemacht dieses Mal. Wir gehen noch in I, haben 2 Skill Points. Das ist aber wenig, ne? Dann machen wir den hier und den hier. So, ich werde mit euch noch, lass uns kurz mal zum Autoshop gehen. Auktion kann ich noch nicht. Okay, Premium-Garage. Gott sei Dank heißt es unten altes Heim und nicht Altersheim. So, dann gucken wir mal, was kann man hier kaufen. So, was haben wir denn hier für Schätzchen? Oh, was ist denn das hier? Das ist doch ein Alpha. Was kostet der? Hello, welcome. Nein, da sind wir da. Da können wir nicht mit hier. Den da würde ich nehmen hier. Der Herr. Hello, welcome. Ah, hallo. Was ist dann der Zustand des Autos? Lass mich mal gucken. Okay, Expertenansicht. 94% Genauigkeit. Würdest du ihm mehr geben für 1.800? I am not sure. Gibst du mir für 2? Enough. No more offer. Hello, welcome. Gibst du mir ihn für 2.1? Enough, no more offer. Hello, ja, dann kaufe ich ihn halt. Okay, all right. Ja, das ist ein fairer Preis. Okay, gut. Wir fahren den mal raus. Ich komme schon wieder nicht weg hier. So, den machen wir noch, würde ich sagen. Ich muss noch reparieren. Die Frage ist, ob wir genug Kohle rauskriegen. Das wäre jetzt die Frage, ob wir den, wenn wir den jetzt reparieren, das probieren wir jetzt einfach mal. Ob wir da genug Kohle rausbekommen. Die Frage ist, was wir da reinstecken. Das muss ich halt rechnen. Und ich bin mal gespannt, inwieweit wir jetzt besser handeln können. Wie gesagt, den würde ich noch sagen, den machen wir noch. Ui, 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 Gott sei Dank stand da kein Auto. Sonst hätten wir den mitgenommen. So, einmal raus, einmal reparieren. Zack, der Herr. Servus. Hast du Gebrauchteile? 600, komm, das machen wir, oder? 600, das ist doch gut. So, komm, zack, rein damit, 600. Dann müsste man verkaufen für 5, oder? Würde ich sagen, 5 oder 6? Hört sich nicht besser an, ja. Aber er ist jetzt sauber, gepflegt, repariert. Es repariert sich und rentiert sich. So, es ist rot. Dann piesen wir mal hier drüber. So, stellen da hin. Bock, 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 bock. Felgen kaputt gemacht. So, einmal raus. Ja, den kriegen wir noch hin hier. Ja, das Schlimme ist, wenn du nicht rauskommst aus der Geschichte, ne? So, verkaufen. So, was ist das Auto wert? 2,9 ist es wert. Ui, das ist nicht viel. 2,9 und wir haben ausgegeben, ja, 2,8. Sehr gutes Auto. Gut, probieren wir mal 4,5. Geht. Zwar gering, aber probieren wir mal 5.000.
5 ist zu viel. 4, 9. Nee. 4, 7. Perfekt. 4, 7 wäre ungefähr 2000 Tacken, die wir gemacht haben, oder? Ja, 2000 Tacken, die wir heute nochmal gemacht hätten. Und da bin ich gespannt, was wir noch an Steuern bezahlen müssen. Angeblich 50% weniger. Na, dann wollen wir mal schauen. Komm, Dame. So, Entschuldigung. Der morgendliche Kaffee. Jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, die reißen bei uns die Straße auf, mal wieder. Letztes Jahr hatten wir ja diese Wasserleitung gelegt bekommen. Und jetzt haben sie sich entschlossen, kurzfristig, also am Donnerstag haben wir den Hinweis bekommen, also von gerade im Endeffekt vor dem Wochenende, Hinweis bekommen, dass die Straße jetzt fürs Parken verboten ist. Und jetzt fangen sie an, die Asphaltdecke wegzureißen und eine neue zu legen. Ich finde es immer toll, dass die an sich immer irgendwas machen. Du kriegst darüber nichts mit, wärst nicht informiert irgendwie, ja. Aber gut. Sehr schön. 3, 7. Na, wir verhandeln, oder? Ich hätte gerne 4, 5. Maybe. Machen wir 4, 3. Okay, deal. Okay, deal. Ist okay. Wir sind bei 15. Also wir haben Gewinn gemacht. Sehr schön. Oh. Die Verkäufer sind exzellent. Ja, guck mal an. Sehr schön. Meine Freunde, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Wahnsinnig gerne einen Kommentar. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder meine Gäste seid. Und dann, ja. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.